Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Es geht in den Trickpokal, wo die Teams eine hervorragende Technik besitzen sollen. Und wie sich das auswirkt, bin ich echt mal gespannt. Keine Ahnung, was hervorragende Technik bedeuten soll. Wahrscheinlich, dass die gut ausweichen können. Moment mal, Manuel. Auto. Manuel. Machen wir mal so. Wahrscheinlich, dass sie gut ausweichen und den Hyperschuss benutzen können. Aber mehr kann ich mir darunter jetzt wirklich nicht vorstellen. Wir nehmen... Donkey Kong? Ja, komm. Wir nehmen wieder Donkey Kong als Team-Captain. Bowser als zweites, weil Bowser sich echt richtig gut bewiesen hat. Und Luigi, Mario als dritten und vierten. Wieder rot und ich würde gerne mal auf dem Pilzhügel spielen. Da hätte ich Bock. Weiter geht's. Peach, Luigi, Waluigi, Mario. Okay. Ich bin gespannt. Alter, wurde die weggehauen. Ach so, ich spiele dann nur einen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber wirkt erstmal interessant. Ja, weiß ich nicht. Nee, Moment. Kann ich das ändern? Das gefällt mir halt echt nicht gut. Ich glaube, ich muss dafür ganz beenden, oder? Ja, komm. Machen wir nochmal neu. Kein Problem. Beginnen wir halt von vorne. Und dieses Mal gehen wir auf Auto. Ja, weiß ich nicht. Ich fand das irgendwie nicht gut. Fand ich irgendwie uncool. Ich hatte so einen guten Start, hätte daraus auch was machen können, wenn ich dann den Charakter hätte steuern können. Aber so war es jetzt. Ach, kacke, Mann. Nein! Ey, sorry, Leute. Aber mir ist es gerade wichtig. Ich hatte das nämlich beim letzten Part auch schon falsch gemacht. Also ich wollte da eigentlich eine andere Arena haben, ein anderes Stadion. Konnte ich aber nicht, weil ich da schon das Match begonnen habe. Und ja, dann kann man es nicht mehr ändern. Aber jetzt ist endlich alles aufgesetzt. Sorry für den holprigen Start. Aber jetzt geht's los. Okay. Die überlassen uns einfach den Ball. Schön. Zu Donkey Kong und drin, oder? Ja, Mann, schön. Das habe ich direkt gesehen, dass der reingeht. Schön. Richtig, richtig geil. Da steht er ganz frei. Pistet den Ball einfach komplett rein. Und das erste Tor ist unseres. Ebenso das zweite. Seht ihr? Ich hab mich da auch jetzt nicht irgendwie dumm rausreden wollen. Dass das besser funktioniert, wenn ich alle Charaktere steuern kann. Das ist wirklich so. Zack.
direkt den Ball abgenommen. Okay, da wollte ich jetzt einen hohen Pass spielen und keinen... Nein, halt den... Junge. Alter, was ist das denn? Also jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad auch schon ziemlich stark an. Und diese hohen Pässe, die spielen, das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist extrem krass. Ja, okay, jetzt dürfen wir... Scheiße. Jetzt dürfen wir die nicht schießen lassen. Also schon schießen lassen, aber... nicht wirklich alleine lassen. Oh, schöner Schuss. Hau ab. Ja, schade. War aber ein schöner Versuch. Ich muss mal eben was ausprobieren. Okay, das ist irgendwie weird. Ich finde das irgendwie weird. Ja, komm, der ist aber jetzt drin. Ah, schade. Mit drin meinte ich eigentlich, dass ich den ausführen kann. Aber es könnte auch gut sein, dass der reingeht. War ganz gut getroffen. Jawohl, schön. Okay, geil. Aber ich hätte auch genug Zeit gehabt für Doppeltürkis. Oder genug Platz. Besser gesagt. Also wenn der Hyperschuss eben nicht reingegangen wäre... auch komplett verdient. Weil ich hatte eigentlich keinen Druck. Aber okay, er ist reingegangen. Alles gut. Hau ab da. Ja, schade. Ja, okay, dann trifft den Tod halt nicht. Ja, jetzt aber. Komm. Bowser. Schönes Ding. 7-0. Jetzt läuft's aber wieder. Das Team ist halt unfassbar stark. Ach so, man kann so lange aufladen, wie man will. Okay. Und da wollte ich jetzt eigentlich zu Luigi passen. Und die kriegen natürlich direkt die Kugel in den Arsch gesteckt, alles klar. Jawohl, schönes Ding, Luigi. Ah, schade. Jawohl. Richtig schön das Timing erwischt. Bowser. Schade. Leider. Zu weit. In der Nähe des Torwarts. Jetzt aber, komm. Jawohl, das war ein richtig schöner Schuss. Also vor allem ein schöner Pass. Puh. Also jetzt geht's richtig ab. Hallo, nimm dir doch den. Och Mann, ja, nee, das ist doch kacke, Mann. Und er trifft sogar beide Bereiche. Das ist doch scheiße. Ich hab schon wieder nicht den richtigen Charakter bekommen, den ich haben wollte. Ja, fühle ich. Fühle ich gerade so unnormal. Komm, sprint nach vorne, Donkey Kong. Und gib's ihn direkt
zurück. Er macht erstmal einen Affen. Okay. Komm, spiel nochmal ab. Ja, okay, dann nicht. Ja, schade. Aber was soll's. 9-2 ist auch ein richtig schönes Ergebnis. Wir hatten einen echt schlechten Ballbesitz. Aber wir haben viel geprügelt und hatten auch sehr viele Torschüsse. 19 mehr als der Gegner, ey. Holy shit. Und das war jetzt das erste Match. Es kommt mir vor wie das dritte. Okay, interessant. Als nächstes geht's gegen die Bowls. Die wir schon sehr oft gespielt haben. Gefühlt mehr als gegen andere. Oh, keine Ahnung. Das könnte auch Täuschung sein und direkt gut ausgespielt, zu Bowser rübergepasst. Und dann ist das Ding fast unhaltbar. Bowser ist einfach krank. Schönes Ding. Oh, das habe ich verkackt. Der Gegner aber auch. Ah. Darf ich jetzt auch mal? Dankeschön. Komm schon, zu Donkey Kong oder zu... Nein, scheiße. Ich würde gerne... Ja, genau, zu Luigi. Dankeschön. Zu Bowser rüber. Schade. Ja, irgendwie kriege ich es gerade nicht so richtig hin. Und wenn ich wie heißt das Ding nochmal? Halt, dankeschön. Ich weiß gerade nicht, wie der weite Pass heißt. Ey, holy shit. Was zum Teufel. Wir stehen da einfach rum und ich werde trotzdem nervös. Ach komm schon, Alter. Ja, nee, unverdient. Unverdient. Ich hoffe auch, dass der nicht reingeht. Aber zumindest im Nachschuss. Schön. Es war auch nochmal lucky, weil er auf Donkey Kong gekommen ist und nicht auf Bowser. Aber trotzdem schön. Ja, okay, geil. Luigi? Kann sich irgendwer freispielen? Donkey Kong ist da hinten. Das wäre sonst die beste Wahl, die wir gerade haben, wollte ich sagen. Aber sonst... Gibt's hier niemanden. Ja, nee. Ah, Alter! Hau doch ab! Ja, Bowser, hol das Ding! Schön! Bowser, komm schon! Jawoll! Das wird ein schöner Schuss. Zwar nicht perfekt, aber hey, das hat sich viel besser angefühlt als die vorherigen. Jawoll, schön. Und damit steht es 4-0. So, sorry, musste mich gerade mal kurz besser hinsetzen. Wie zum Teufel verkacke ich die ganze Zeit die... Tacklings. Ja, jetzt ist auch mal gut, oder? Also,
schon ein bisschen lame. Könnt ihr bitte nach vorne moven, wenn ich einen weiten Pass, wenn ich zum weiten Pass ansetze? Ah, schade. Okay. Schönes Ding. Und zu Luigi rüber. Und da ist er drin. Wie groß der Bereich war. Der zweite türkise Bereich. Wie heftig riesig der war, ey. Holy shit. Wäre normal groß gewesen, hätte ich den nie im Leben getroffen. Zack. Komm schon, Donkey Kong. Ja, schöner Schuss. Nachsetzen von Luigi, aber reicht leider nicht. Schöner Schuss. Richtig, richtig schön. Aber ich fand's auch witzig, wie Waluigi 5 Stunden lang zugesehen hat, wie ich zum Schuss ansetze. Oh! Ah, schade. Das wäre so verdient gewesen. Was zum... ja, können wir den haben? Jawohl, kriegen wir. Schöner Treffer. Aber die Umsetzung dann mit dem Superschuss leider nicht so gut. Ist aber noch okay. Das Ding. Nein, oh, wie unlucky Luigi ist zurzeit. Er kommt nie an den Ball heran. Es bieten sich eigentlich so gute Gelegenheiten für ihn, wo er zum Schuss ansetzen könnte, aber er kommt irgendwie nie ran. Echt schade. Aber gut. Was soll's? 7-0. Damit geht's weiter. Oh! Damit sind die Bowls raus. Und wir kämpfen gegen die Cyclones. Krass. Oder spielen, besser gesagt. Wir kämpfen ja nicht gegen die. Wir spielen ja gegen die. Okay, komm. Let's go, Alter. Hau ab. Hau einfach ab. Bowser? Jawoll! Ich hab's direkt gesehen, dass er gut läuft. Ich hab's direkt gesehen, dass er gut läuft. Und dann geht so ein Ding auch rein. Boah, das würde ich gern nochmal sehen. Ein Moment. Ah, man sieht jetzt Luigi gar nicht. Hat er den Ball einfach gerade gefangen? Geil. Okay, schönes Tackling. Nur nützt uns nicht viel. Ah. Wenn der Ball direkt weitergespielt werden kann. Ja, komm, Waluigi, halt's Maul. Leichter Rückschlag. Hau ab. Aber das können wir direkt ausbessern. Schön. Wichtiges Tor. Ja, fühle ich an der Stelle. Hätte halt echt nicht sein müssen, das Anschlusstor. Aber gut, was willst du machen? Hau einfach ab, Yoshi. Bowser, nein, nein. Okay, jetzt Luigi, komm schon. Jetzt beweis mal was. Schönes Ding. Alter, richtig gut. Richtig, richtig schön. Geil. Und damit haben die auch ihren Stern verschwendet. Warum auch immer die einen Stern hatten. Hoppa, Luigi.
Um Luigi nochmal so ein Dingen. Okay, jetzt haben die sogar Hyperschuss. Den die hoffentlich nicht einsetzen können. Ja, komm, Bowser, 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 Bowser. Ja, scheiß drauf. Wir haben den Ball. War nicht lang, aber wir konnten uns das Ding direkt zurückspielen. Oder eher spielen. Ach man. Oh, was? Okay, interessant. An wie viele Items haben die denn? Hau ab. Alter, ne? Komm, Luigi. Luigi! Warum? Warum stellt er sich denn so blöd an immer? Oder ist das, weil er Verteidigung ist und deswegen geht er nicht so nach vorne? Hopp da. Komm, gib her. Gib her. Schön. Bowser? Bowser? Schönes Ding. Ja, Mann. Das ist geil. Und damit dürfte er jetzt endgültig ein Statement gesetzt haben. Und zwar das, dass man keine Scherzchen mit ihm treiben sollte. Jawohl. Schönes Item. Aber auch eher ein bisschen Luck. Aber gut, was soll's. Ey, also wirklich, die Schüsse von Bowser sind so unglaublich krank. Aber gut, vielleicht sieht das ja im Online-Modus dann nochmal anders aus. Könnte ja sein. Vielleicht gibt's dann ja irgendwie, vielleicht hat man dann ja bessere Chancen mit, hau ab, vielleicht hat man dann ja bessere Chancen mit Toad oder so, einfach weil er schneller ist. Warum weicht Bowser denn da aus? Na, jetzt ist auch mal so langsam gut, oder? Ja, kann ich dann jetzt auch mal spielen, bitte? Verpiss dich einfach, bitte. Hau einfach ab. Ja, da bin ich jetzt dran vorbeigedasht, leider. Und an dem auch. Ey, das ist so nervig mit denen. So ungefähr ist es auch, wenn man ein Einzelspiel auf schwer spielt. Aber durchgehend diese Kombination und auch eine übelst kranke Verteidigung dazu. Und das kann man als Einzelspieler halt nicht machen. Das geht nicht. Außer man suchtet das Spiel wirklich komplett. Aber dafür habe ich leider nicht die Zeit. Aber gut, gegen die Koms reicht es. Und damit haben wir den Trickpokal. Ja, schönes Ding. Trickpokal gewonnen. Und damit schalten wir den Profipokal frei.
Miss dich mit Teams aus Allroundern mit allgemein guten Werten. Und da bin ich mal gespannt, wie heftig das wird. Vielleicht müssen wir das Let's Play abbrechen, weil es zu heftig wird. Aber ich hoffe einfach mal, dass die da ein gutes Balancing gemacht haben. Weil Leute, wirklich auf schwer... Ups, habe ich das Mikrofon geschlagen, sorry. Weil wirklich auf schwer sind die Comms im Einzelspiel so unfassbar stark. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ihr könnt auch gespannt sein, wie es im nächsten Part weitergeht. Beim Profipokal. Bis demnächst und ciao.